Supta Padangusthasana, die liegende Großzehenstellung, gehört zu den liegenden Stellungen und zu den Vorwärtsbeugen. Supta Padangusthasana hilft, die Rückseite des Beines zu dehnen, ohne dass dabei der Rücken gebeugt wird. Supta Padangusthasana erfordert natürlich, dass du an den Großzeh fassen kannst mit gestrecktem Bein, mindestens in der Grundstellung. Aber es gibt auch noch andere Variationen, die Anu auch zeigt. Ausgangsposition ist die Rückenlage. Von hier hebe ein Bein hoch, zum Beispiel das linke, und fasse jetzt mit der linken Hand an den linken Fuß, fasse insbesondere mit Mittelfinger und Zeigefinger um den großen Zeh. Padangushta ist ja der große Zeh. Und mit dem Daumen gib entweder von vorne oder von der Seite um den Zeh. Die rechte Hand kannst du dabei entweder auf dem Boden halten oder auf dem rechten Oberschenkel. Und je nach Flexibilität kannst du jetzt das Bein näher zu dir hinziehen mit der Kraft des Armes. Zu Anfang ist noch etwas Schulter und Rücken daran beteiligt, dass du die Schulter nach hinten bringst. Fortgeschrittene können dann auch den Ellbogen beugen und stärker den Fuß zu sich hinziehen. Das ist also Supta Padangusthasana. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, dass du den Fuß beugst. Du könntest also das linke Knie beugen und jetzt den Großzeh zur Stirn hinziehen. Also das Knie ist nach außen und du ziehst den Zeh Richtung Stirn, als ob du den Fuß hinter den Kopf bringen willst. Am leichtesten geht es, wenn du auch den linken Ellbogen zur Seite spreizt, weiter als das Knie, und dann ziehst du den Fuß immer näher zu dir hin. Eine nächste Möglichkeit wäre noch, du streckst das Bein wieder aus und gibst dann das Bein zur Seite. Das ist also die seitliche Variation von Supta Padangusthasana. Soweit zur liegenden Großzehenstellung Supta Padangusthasana. Es gibt noch mehr Variationen davon. Wann immer du liegst und mit einer Hand an den Großzeh fasst, ist das Supta Padangusthasana. Theoretisch könntest du es auch noch mit beiden Füßen machen. Das wäre dann Supta Dvipadangusthasana, wo du mit beiden Händen um den großen Zeh fasst und du kannst dabei die Beine gestreckt halten oder die Beine auseinandergeben. Oder auch mit gebeugten Knien die Großzehen entweder Richtung Kopf oder hinter dir zum Boden hingeben, was dann noch eine tiefere Massage gerade der tieferen Bauchorgane ist.